Ja, herzlich willkommen zurück bei Mortal Kombat. Und ja, wir würde ich mal sagen, machen wir einfach da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir waren beim Kapitel von Kung Lao angelangt, was ich sehr cool finde. Ich mag den Kung Lao sehr gerne. Ich habe auch immer bei Shaolin Monks immer darauf bestanden, als Kung Lao zu spielen. Aber okay, genug davon. Machen wir weiter. Lord Und die Raiden, Cutscene ich komme aus hatten wir ja Wunsch das der letzte Orte. Mal. Ich war bei Smoke. Ich dachte, sie sei böse. Er hat wohl noch eine umgedreht. Was hat Raiden nur, das ich nicht habe? Göttliche Kräfte? Einen Charakter, der nicht Schleifpapier ähnelt? Trottel! Kitana bleibt nicht mehr viel Zeit. Kitana, hingerichtet? Wo ist sie? Sie wird im Turm von Shao Kahns Festung gefangen gehalten. Ich werde nicht. Mir gefällt dieser Ausgang auch nicht, Liu Kang. Aber es bleibt keine Zeit. Wir müssen zum Turnier zurück. Aber du bist verantwortlich für ihre Gefangennahme. Du hast sie davon überzeugt, sich gegen Shao Kahn zu richten. Lord Raiden, wir können sie befreien, während andere an unserer Stelle kämpfen. Dann kommen wir zu euch. Also gut. Wir sehen euch im Kolosseum. Ja, ist jetzt die Cutscene, die wir am Ende der letzten Session an, aber ist ja kein Ding. Ich hoffe, deine Freundin ist Lord Raidens Wut wert, okay. Sieh, wie ich dich ignoriere. Sie müssen Kitana verlegt haben. Das haben wir wirklich. Wir wussten, dass jemand sie suchen kommen würde. Du sollst dem Tode mit ihr vereint werden. Round 1. Jo. Dann haben wir hier unseren ersten Kampf, mit dem wir letztes Mal aufgehört haben, gegen Noob Saibot. Und für alle, die es vielleicht nicht wissen, der Name dieses Charakters ist, besteht aus den beiden Nachnamen der Mortal Kombat Erfinder, nur eben rückwärts. Also wenn man das rückwärts liest, hat man den Namen Boone und Tobias, und das steht für Ed Boone und John Tobias. Die beiden, die damals bei, ja, bei Midway die Mortal Kombat Reihe erfunden haben. Und wir kriegen da ziemlich übel einen auf die Fresse. So ein, ach scheiße, jetzt habe ich auch noch meinen X-Ray-Move verballert und nichts. Das wird uns wohl diese Runde wahrscheinlich kosten. Ich muss irgendwie so ein bisschen mich mit dem wieder hier reinfinden. Los. Aufholen wollte ich gerade sagen und dann Sonne scheiße, ja. Verdammtags. Ja, wenn wir schon mal hier am Verlieren bin, dann vielleicht noch ein paar Anekdoten. Weil ich gerade auch Midway erwähnt habe. Das war ja die Firma, die ursprünglich Mortal Kombat erfunden hat. Sehr erfolgreiches Arcade-Unternehmen, was leider im Jahre 2008 bankrott gegangen ist. Und ja, das Videospielstudio von Warner Brothers hat dann die Mortal Kombat Lizenz aufgenommen und dann auch ein neues Studio gegründet, was eben NetherRealm Studios heißt oder NetherRealm Productions. Auf jeden Fall heißt es NetherRealm. Und da sind viele ehemalige Midway-Angestellte angestellt, wie eben auch jener Ed Boon und sogar der Toasty Man werden wir hier jetzt verlieren. Ja gut, kann ich halt noch mehr erzählen. So, ist schon mal ein guter Start in diese Session auf jeden Fall. Ja, der gute Mann, der immer Toasty sagt, nach Uppercuts oder dergleichen, das ist übrigens Dan Forden heißt er. Das ist der Soundingenieur vom Midway und auch jetzt bei NetherRealm Studios. Das nochmal nebenbei gesagt. Falls euch immer gefragt hat, wer das eigentlich ist, habt ihr hier eine Antwort gefunden. So, jetzt aber erstmal genug mit dem Erzählerischen. Wir müssen jetzt endlich mal diesem verdammten Noob-Cyborg hier ordentlich die Fresse langziehen. Round 2, fight! Und das machen wir, indem wir hier die erste Runde gewonnen haben. So, wir sind auch kurz wieder vom X-Ray-Move. Da haben wir ihn. Und er wehrt ihn auch noch ab. Ey, scheiße!
Und die Hälfte unserer Punches von unserem Combo geht ins Leere. Jetzt sollten wir ein bisschen mehr auf Würfe setzen. Ach, scheiße. Ja, großartig. Oh. Uah, ihr geht schön aufs Bein gekotzt. Irgendwie nervt mich dieser Kick, den er da hat, dem er da so rumschwebt. Der ist nicht unbedingt nützlich. Aber hey, wir haben ihn. Sei dankbar, dass ich dein unreines Blut nicht vergießen will. Wer bist du? Da ist etwas Vertrautes. Ich glaub. Brauchst du Hilfe? Vier Arme gegen zwei ist kein fairer Kampf. Liu Kang? Ah, toll. Du hattest deinen Kampf gegen Liu Kang. Jetzt wirst du mich kennenlernen. Round one. Ja, so einfach ist das. Der verdammte Goro mal wieder. Und ich glaube, unser Hut kostet mehr als eine 500 $ Sonnenbrille. Aber egal. Ah, toll. Scheiße, Mann. Boah, das wäre eine so gute Kombo geworden. Mit diesem Launcher hätten wir dem schön welche mitgeben können. Ach, Mann, hör doch mal auf, ey. Übrigens, ja, zu Goro noch eine kleine Anekdote. Die alten Mortal Kombat-Teile waren ja dafür bekannt, dass sie ja, digitalisierte Schauspieler genommen haben als Grafiken. Und die einzige Ausnahme war Goro. Der wurde animiert mit Stop Motion und bestand aus einer Figur aus Ton. Dasselbe war dann bei Kintaro aus Mortal Kombat 2 und bei Mutaro aus Mortal Kombat 3, diesem Zentauren-ähnlichen Shoka. Ja, schön, ey. Auch nur sie. Sah schön aus, aber war nicht sehr effektiv. Aber dafür hier eine 8-Treffer-Kombo. 16% Schaden. Ja, der steckt halt auch gut was weg. So, aber jetzt haben wir den Wichser mal richtig erwischt und bringt uns das die Runde ein? Nee, nicht ganz. 21% Schaden für einen X-Ray-Move ist schon wenig, aber hey, Sieg durch Chip-Damage. Wenn noch etwas Ehre in dir steckt, du wirst uns sagen, wo Kitana ist. Sie wurde zum Kolosseum gebracht, wo sie zweifellos umgebracht wurde. Du liebst! Vielleicht lebt sie noch. Gehen wir. Oh Gott. Das ist nicht gut. Da ist Kitana. Ich muss sie befreien. Nicht jetzt. Smoke und Johnny Cage wurden besiegt und ich kann Jackson Briggs und Sonya Blades Anwesenheit nicht mehr in der Außenwelt spüren. Trotz meiner Zweifel daran, dass du der Retter des Erdenreichs bist, musst du kämpfen. Aber ich bin nicht der, der gewinnen muss. Ist es vielleicht Kung Lao? Raiden! Bring einen würdigen Champion, wenn du kannst. Vielleicht sollst du der Sieger sein. Okay. Ist auch mal schön, wenn der andere Shaolin-Bruder ein bisschen Ehre und Ruhm einsacken darf. Dein Gegner ist Shang Tsung. Großartig. Und Quan Chi. Er ist doch nicht dein Ernst, ey. Gegen die Deadly Alliance. Ja, fantastisch. Kein Erdenreich, Junge, kann diese tödliche Allianz aufhalten. Ja, da sagen sie es auch. Da sind wir gleicher Meinung. Na, das wird ja ganz, ganz easy. Ja, auch wenn ich das Spiel nicht gespielt habe, weiß ich doch, dass die Storyline davon handelt, dass halt Quan Chi und Shang Tsung eine Allianz schmieden. Mehr kann ich euch dazu leider aber auch nicht sagen.
Aber ich bin mir sicher, dass der Kollege Shepard das Ganze mal spielen will. Der schwärmt ja sehr von den Teilen dort. Aber gut, so, ich wollte gerade sagen, wir haben gar nicht mal so einen schlechten Start hingelegt, bis wir gerade da ordentlich Energie eingebüßt haben, aber wir haben Shang Tsung aus dem Verkehr gezogen. Das Dumme ist, Quan Chi hat noch ziemlich viel an Lebensenergie. Aber, jawohl, das war gut. Mal zusehen, der hat einen X-Ray-Move, dass er mit dem uns nicht erwischt. Ja, schön. Nein! Oh, fuck! Ja, das kostet uns die Runde. Ach, oh, dieser blöde Dreckswichser. Scheißdreck. Ja, haben die vielleicht gemerkt, dass ich ihre Deadly Alliance nicht gespielt habe und deswegen war da jetzt so ein Arsch gewesen? Ich weiß es nicht. Naja, egal. Wir machen es hoffentlich jetzt besser. Der Start war schon mal nicht ganz so gut. Gar nicht so schlecht aus. Okay. Ja, da tut jeder Energieverlust natürlich doppelt weh. Scheiße. Oh Gott, nee. Mist. Ja, okay. Versuchen wir es nochmal. Ja, das ist schon mal wieder ein richtiger Start für die Klöten. Ja, toll. Nein, so ein blöder Mist, ey. Das, die Runde war jetzt mal gar nichts, ey. Aber gut, wir sind zwar noch nicht erledigt. Wenn wir das noch umbiegen, also dann dann wäre ich echt erstaunt, aber nee. Scheiße, ja, schon mal wieder ein super Handicap mit. Ja, ein Handicap ist sowieso, aber schon mal die erste Runde wieder verkackt. Ja, wir haben extra. Sollten wir schnell nutzen, jawoll. Nice, schön abgefangen. Ja, wechsel doch nur. So, nice. Das ist ein bisschen da mit seinen Moves, den er. Oh, und da. Das war knapp, ey. Fast wäre ich in seinen X-Ray noch reingesprungen. Wollte gerade sagen, er wird Quan Chi ausgeschaltet haben. Bisschen weiß ich jetzt, wie man die Moves da an diesen Teleporter da dranbringen kann, und das sieht doch jetzt mal gar nicht so schlecht aus. Nice. Das ist der Ausgleich. Ja, komm, die holen wir uns jetzt auch noch. Und zwar im ganz großen Stil. So zum Beispiel. Das ist so ein Scheiße, wenn dieser Kick geblockt wird. Da wirbeln wir noch so ein bisschen durch die Luft und sind natürlich dann ziemlich leicht angreifbar. Ach Mist. Ja, wir sind gut unterwegs. Shang Tsung haben wir jetzt. Und so groß ist unser Rückstand nicht. Also ich würde mal sagen, das packen wir. Ah, komm, X-Ray. Move und er geht daneben. Mist.
gefährlich. Hier ist Erhard jetzt noch ein. Aber komm, schnell, schnell, schnell. Ja! Super. Es ist vollbracht. Nein, Kobla. Nicht mal ein bisschen. Oh mein Gott. Das ist King Tao. Der vierarmige Katzenpenner. Ich werde dein Herz verfehlen. Ja, komm nur her. Fight! So, so ein bisschen dieser vergessene Shoka war in Mortal Kombat 2, sonst glaube ich in Shaolin Monks war er noch als Bossgegner, oder war das auch Goro? Also er war in keinem Film drin und halt auch nicht in vielen Spielen. Und den haben wir jetzt mal gut in der ersten Runde abserviert. Round 2, fight! Und das kriegen wir auch in der zweiten Runde jetzt auch nochmal hin. Ja, und was ging der eigentlich immer auf die Klöten? Genauso wie sein dämlicher Vorgänger Goro. In den Originalspielen. So ein scheiß billiger Penner. Ja, ganz nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, schön in den Rücken und weg mit ihm. Jawohl! Nice, schön abserviert. Ja, den Zuschauern gefällt das wirklich, nicht wirklich. Wenn wir uns hier feiern lassen. Siehst du, Raiden? Das Erdenreich ist Feuer! Nein! Kung Lao! Nein! Nein! Das war wirklich schlecht, aber okay. Was ein Wichser, ey. Naiver Junge, weißt du, wer ich bin? Der Mörder meines Freundes. Ich bin Shao Kahn, Eroberer der Welten. Du wirst keinen Sieg schmecken. Du wirst dein eigenes Blut schmecken. Round 1, fight! Oh Gott, ja, der gute Kahn. Und der ist in dieser Auflage von Mortal Kombat genauso billig wie in Original Mortal Kombat 2. Das wird ziemlich schwierig, denn das Problem ist, der hat manchmal diesen Rüstungseffekt, also dass er durch Treffer keinen Stunlock erleidet und quasi da durchmarschieren kann. Das ist eigentlich für uns der größte Nachteil. Oh Gott. Scheiße. Ich glaube, da könnte man noch ein paar Anläufe brauchen. Wir brauchen einfach mal zwei gute Runden, in denen wir nicht so die Fresse voll kriegen. Vielleicht sollten wir mal es aus der Ferne mit Feuerbällen versuchen. Oder erstmal voll ein auf die Nuss kriegen. Ja, alle guten Dinge sind ja bekanntlich zwei. Oder so. Ja, das sollten wir eigentlich besser ausnutzen, wenn er da gerade so blöd am Angeben ist. Ich probier's mal mit. Vielleicht mal verstärkt ein bisschen mit Feuerbällen.
Weil das nimmt ihn so ein bisschen diesen dämlichen Rüstungseffekt. Oh Mann. Also er nimmt dann natürlich Schaden, wie ihr seht, aber... Ja, oh, das war gut ausgewichen. Er nimmt dann natürlich Schaden, aber es wirft ihn halt nicht zurück. Ist extrem nervig. Jawoll! Nice! Und er kann halt natürlich noch... Also er hat eine wesentlich bessere Abwehr als wir. Na komm. Das baller ich ihn jetzt so nieder. Jawoll, ja. Eine Runde haben wir.